Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 9. Januar 2018? Jupiter und Mars wirkten zusammen in die vergangenen Tagen und es war spürbar, besonders bei den Skorpiongeborenen, bei Fischengeborenen und bei Krebsgeborenen. Mars bewegt sich schneller als Jupiter, verlässt diese Position und diese Wirkung, dass sie zusammenwirken, lässt jetzt nach. Heute haben wir ein wichtiges Ereignis. Der Planet Venus, die Liebesplanet, steht in oberen Konjunktion zu der Sonne. Oberen Konjunktion kann nur Venus und Merkur, die beiden inneren Planeten, erreichen. Und das bedeutet, aus der Erde aus gesehen, dass heute steht die Liebesplanet hinter dem Sonne und die Sonne beleuchtet ganz und voll und Venus ist natürlich schnell in Bewegung, südlich oder nördlich, verlässt die Sonnenenergie und das wirkt für unseren heutigen Tag wie ein Vollmond. Die Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft, eine oberen Konjunktion zu die Sonne und das können wir mit einem Vollmond vergleichen. Hier trifft nicht die Mondenergie, sondern hier trifft die Venusenergie und das ist wirksam im heutigen Tag. Das heißt, Liebe, Partnerschaft spielt eine große Rolle. Viele Menschen möchten Klarheit, was die Liebesleben betrifft. Dann kommt noch etwas dazu. Das Pluto befindet sich auch in diesem Bereich. Und Pluto hat einen Einfluss. All das, was wir loslassen sollen oder transformieren sollen. Und das betrifft heute unserem Liebesleben, unserem Gefühlen, die Liebe, Partnerschaft in Ordnung zu bringen. Alles verabschieden, trennen, loslassen, was dabei hindert. Oft sind es unserem Gefühlen Zweifel, Schuldgefühl, Ängste. Das ist die Pluto-Energie und Venus erscheint als Liebesplanet wie ein Vollmond im Himmel. Und was noch wichtig ist, die Himmelsrichtungen. Und das beschreiben ganz gut die chinesischen Astrologen. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser. Und die Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die Chinesen als schwarze Schildkröte nennen. Die Sonne hat auch einen Einfluss von der Neb. Diese Geschichte habe ich ein paar Mal erzählt. Altair, Vega und der Neb, die beiden Liebenden Altair und Vega, die Hirtenjunge und die Weberin, diese Fee aus dem Himmel und der Neb, die Hauptstern von Sternbild Schwan, wo dann eine Brücke baut zwischen den beiden Liebenden aus Schwan. Und genau dieser Stern, der Neb, bestrahlt die Sonne. Und das heißt für uns Brücke bauen, die Verbindungen suchen, die Liebe in Ordnung zu bringen, eine Entgegenkommen in dieser Brücke treffen, aber das muss von beiden Seiten kommen. Ein Entgegenkommen und das ist auch eine wichtige Botschaft. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs. Die Chinesen nennen diesen Bereich als Palast des Südens und sie nennen das als roter Vogel. Mond befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Waage. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Palast des
Ostens und die nennen das als blaue Drache. Und in diesem Bereich bewegt sich gerade die Mond. Mond hat auch Einfluss. Mond hat Einfluss von Spica. Dieser Spica, dieser Stern, befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, aber wird in diesem Bereich Waage, wo gerade die Mond bewegt. Die Tierkreiszeichen, die verschmelzen miteinander. Es gibt keine exakte Abgrenzung, sie sind auch unterschiedlich groß. Die Ägypter haben diesem Stern Spica verehrt. Und sie sagten, das hat eine Verbindung zum Hathor. Und sie haben sogar 3200 vor unserer Zeitrechnung ein Hathor-Tempel erbaut. Und dieser Tempel zeigt in die Richtung Spica, Richtung diesem Stern. Und das bedeutet, sie haben in diesem Stern eine Göttin gesehen, die Göttin, die Lebensfreude, die Göttin, die Musik, die Göttin, die Tanz, aber auch die Schützerin, die Bodenschätze, also auch die Reichtum, auch das Wachstum, die Lebensfreude, wenn etwas Früchte trägt. Und das vermittelt dieser Stern Spica. Und dieser Stern ist immer da, aber es wird immer wieder aktiviert vom Planeten und gerade aktiviert von Mond. Das heißt, Spica bestrahlt den Mond und Mond vermittelt uns diese Botschaft, diese Energie. Mond bewegt sich schnell im Vergleich zum Planeten. Und durch diese schnelle Bewegung kommt zu einer anderen Verbindung auch und es ist nichts anderes als der Sternbild Bärenhüter und diesem Sternbild Bärenhüter hütet die Bären, die große Bär und den kleinen Bär. Man sagt auch große Wagen und kleine Wagen. Und das sind die Einflüsse. Unserem Planet Erde wird auch bestrahlt von Castor. Castor ist einer von den Hauptsternen in Tierkreiszeichen Zwillinge, obwohl unseren Planet Erde im Krebs bewegt, aber wie ich schon sagte, die Tierkreiszeichen verschmelzen sich miteinander und in diesem Bereich wirkt Castor. Das sind die zwei Zwillinge, Pollux und Castor. Die eine ist menschlich, menschliche Abstammung, andere ist göttlich. Castor ist die menschliche, der Sohn von dem König von Sparta und Leda und Pollux ist der Sohn von Zeus und Leda. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf. Im gleichen Zeit geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Krebs. Im Meridian steht die Tierkreiszeichen Skorpion und in die Himmelstiefe befindet sich die Tierkreiszeichen Stier. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen diese Energie? Ich starte mit dem aufsteigenden Tierkreiszeichen und das ist diesen Monat noch die Tierkreiszeichen Steinbock. Diese Venus Einfluss, was wie ein Vollmond wirkt gerade im Liebesleben. Diese Energie, dazu kommt noch die Pluto-Einfluss, dieser Loslassen, Trennen, Verabschieden, all das, was im Liebesleben stört. All das vermittelt gerade die Tierkreiszeichen Steinbock. Dazu kommt die Sonnenkraft. Auch die Erfolg, Lebenskraft, Klarheit wird von Deneb bestrahlt. Das hat auch nochmal einen Einfluss. Das heißt ein Entgegenkommen, eine Brücke bauen bei den Liebenden. Und das ist schon ein wichtiges Thema, Liebe, bei den Steinbock-Geborenen. Aber sie können auch vermitteln etwas, für anderen da zu sein, damit es in Harmonie kommt, dass die Liebenden zusammenkommen. Also die Steinbock-Geborenen können auch helfen für anderen. Die Steinbock-Geborenen werden auch wahrgenommen, was noch ein Prozess ist und das werde ich in die nächste Zeit
immer wieder wiederholen, das ist die Lilith-Energie, auch das ernst zu nehmen. Und das sind die Wünsche und Sehnsüchte, was diese Energiefeld vermittelt. Die Steinbockgeborenen neigen gerade dazu, das unter dem Teppich kehren, aber das Gefühl ist da, also damit auch bewusst zu sein. Die Steinbockgeborenen werden Erfolg haben, sie werden gerade wahrgenommen, sie haben eine tolle Ausstrahlung. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen verbessert sich etwas, weil sie können mehr Kraft und mehr Mut zeigen. Sie fühlen sich zwar noch erschöpft und müde, aber sie werden dieser inneren Kraft vertrauen, was Eigenes zu machen, die eigenen Ideen umsetzen, die eigenen Meinung vertreten. Sie kümmern um sich selbst auch. Aber heute ist wichtig Thema auch die liebe Partnerschaft und das spiegelt auch etwas bei die Wassermanngeborenen, dass auch die liebe Partnerschaft auch wichtig ist, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen. Die Wassermanngeborenen haben auch karmischen Themen, weil hier bewegt sich gerade die absteigende Mondknoten, was die indischen Astrologen als Drachenschwanz bezeichnen. Das ist die alte Karma, die Verwurzelung, die alte karmische Erinnerungen oder Begegnungen von früher. Es wird auch Thema sein, nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit bei die Wassermanngeborenen. Das sind auch Talente, Fähigkeiten von früher, wo wir vertraut sind. Und hier haben die Wassermanngeborenen eine Aufgabe, das zeigen, mutig zu sein, die Ideen umbringen, das zu vertrauen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen bewegt sich etwas im Finanzbereich und sie haben Glück. Und sie sollen auf diesem Fluss des Geldes momentan vertrauen. Aber weil es energetisch ist, gehört auch die Selbstwertgefühl. Wenn das nicht stattfindet, dann blockieren sie gerade den Geldfluss. Es ist immer noch die Themen. Heute fühlen sie sich noch unsicher, aber in die kommenden Tagen kommt es alles im Fluss und die Fischengeborenen haben gerade Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben, im inneren Ruhe, weil daran liegt die Kraft. Die Wiedergeborenen sind ein bisschen gereizt oder müde oder erschöpft oder ein bisschen orientierungslos. Sie wissen nicht, in welche Richtung sollen ihren Kraft einsetzen. Und das zum Ordnen brauchen wir auch die Ruhe, die Nachdenklichkeit und organisieren besser, das im Griff bekommen, dass wir in richtige Richtung uns bewegen und da konzentriert. Damit können wir etwas bewegen, trifft mich auch. Dann ist auch wichtig zum Erkennen, dass Mond und Uranus stehen gegenüber. Und das sind die Veränderungen, Umbrüche, aber betrifft auch die Nervensystem, weil Uranus ist der Herrscher, astromedizinisch über unserem Nervensystem und brauchen wir sehr viel Ruhe und die inneren Gleichgewicht, sonst kommt die Nervosität, also auch drauf achten. Hier ist auch wichtig, kleine Schritte machen, momentan kleinere Veränderungen und um die Finanzen kümmern, das in Ordnung zu bringen, im Gleichgewicht, Ausgabe, Einnahme, Buchhaltung, Rechnen. Und was noch wichtig ist, und da haben wir Glück, das sind die Gespräche, die Termine, die Verträge, die Kommunikation. Das ist mal ein sehr schöner und guter Einfluss. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, das was sehr wichtig ist, auch die Zuhause. Entweder weil dort finden sie die Ruhe und die genießen das, kann auch bedeuten, dass es ändert sich etwas in die wohnlichen Bereich. Oder kommt ein Umzug, kann bei einigen Stiergeborenen das auch sein. Was noch wichtig ist, die Chancen, Möglichkeiten gerade wahrnehmen. Das spiegelt sich in erster Linie in die beruflichen Situation und Kraft und Mut zeigen, sich durchsetzen im beruflichen Umfeld oder etwas verbessern oder die Chancen beruflich nützen und etwas Neues wagen.
In die liebe Partnerschaft haben die Stiergeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeboren ist immer mehr die Energie nach innen. Sie brauchen Ruhe und sie genießen die Zuhause. Und es wird die nächste Zeit wichtig sein, die Bequemlichkeit, sich zu Hause sein und ausruhen. Aber sie spüren immer noch die schöpferische Kraft, die Ideen, was sie auch umsetzen werden in beruflichen Situationen. Aber sie brauchen zurzeit auch sehr viel Ruhe. Immer noch gilt, was ich seit Tagen erwähne, die Gespräche suchen, die Kontakt suchen zum anderen, die Verbindungen, weil das hat auch einen Vorteil. Oder zuhören, was anderen sagt, kann auch gut sein, gerade bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen spiegelt etwas die Leben und das sind die liebe Partnerschaft und das bewusst wahrnehmen, entweder in bestehende Partnerschaft etwas stabilisieren, verbessern oder die, wo alleine sind, auch die Begegnungen auch ernst nehmen, weil das wird was. Jetzt haben sie die Chancen, die Möglichkeiten in liebe Partnerschaft etwas befestigen. Also nicht einschlafen, diese Chancen, sondern in diese Spiegel schauen und diese Chancen nützen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborene ist immer noch Thema die Liebe. Das ist karmische Liebe, karmische Verbindungen und vielleicht eine neue Begegnung, aber die Seelen sind miteinander vertraut. Also ganz neu ist es nicht, weil die Vertrauen ist da und es sind tiefen Gefühlen und damit begegnen sich gerade die Löwengeborenen. Wenn sie davonlaufen oder das nicht vertrauen, dann fühlen sie sich wie eingeschränkt. Also Chance geben für etwas Neues. Eine gute Nachricht und Veränderungen sind auch zum Erwarten bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist die Leichtigkeit da und die kommenden Tagen kommt auch etwas im Fluss. In die liebe Partnerschaft kommt Stabilität. Sie kümmern auch um die Finanzen, bleiben sie aber im Vertrauen, mehr nach Gefühl handeln, aber kontrolliert sein und alles überprüfen, aber auch auf die inneren Stimme hören ist auch sehr wichtig. Die Gespräche können momentan unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht und sind traurig gerade, aber in die nächste Zeit ändert sich das alles, also das trifft auch ein Termin oder eine Nachricht oder ein wichtiger Vertrag. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen bewegt sich einiges. Es kann auch eine Reise sein, ein Studium, Änderungen, Veränderungen und Mond, Uranus stehen gegenüber und es sind nicht nur die Wiedergeborenen betroffen, sondern auch die Wagengeborenen sind damit betroffen. Also diese Veränderungen, diese Chancen oder unerwartete Ereignisse auch wahrnehmen, mutig zu sein und auch schnell handeln, aber es kann auch eine gewisse Spannung sein, was die Nervensystem spürt. Also das kann sein, dass etwas genervt sind, nicht nur die Wiedergeborenen, sondern das kann auch die Wagengeborenen treffen, gerade solange bis die Uranus mit dem Mond in diesem Art von Verbindung steht. Also wichtig ist die inneren Gleichgewicht und die inneren Ruhe. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Möglichkeiten, Chancen und Kraft, beruflich was zu verändern. Liebe Partnerschaft kommt auch, Stabilität kommt auch in Ordnung. Sie haben auch den Mut und die Kraft von etwas verabschieden, loslassen, von etwas trennen oder kündigen. Eine Reise wird auch eine Bedeutung haben oder ein Besuch von Ausland oder in Fremdsprache, ausländischen Kontakte. Kann aber auch eine Schulung auch sein in die nächste Zeit, vielleicht nicht heute, aber in nächster Zeit eine Bedeutung haben. Und bei Schützengeborenen ist nach wie vor ist ein Aufstieg, Umbrüche, Veränderung, kommt aber alles in Form und das ist sehr beruhigend und erfreulich für die Schützengeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Das ist natürlich allgemein, aber es besteht immer die Möglichkeit, das maßgeschnitten berechnen und unten befindet sich auch mein Kontaktdaten und da bin ich gerne für Sie da.
Was ist auch noch wichtig, die Energiefelder, und darüber werde ich in der nächsten Zeit immer wieder mal sprechen, unserem eigenen Energiefeld achten, weil das kommt von uns selbst, von unserem Inneren. Und das ist unserem Denken und Fühlen, dass wir das verbessern, weil das, was wir ausstrahlen, das ziehen wir auch an. Was auch wichtig ist, in welchen Räumlichkeiten wir leben oder arbeiten, weil da ist auch ein gewisses Energiefeld. Das kann natürlich vorteilhaft sein, kann aber auch bedrückend sein. Immer erkundigen, wer hat dort gearbeitet, gelebt, war erfolgreich, glücklich oder hat Probleme gehabt. Und Ängste oder Zweifel, das wirkt auch. Zum Beispiel, wenn jemand in eine neue Wohnung oder ein neues Haus einzieht, dann ist es klug, informieren, wer hat vorher dort gelebt. Waren sie krank? Haben sie Sorgen gehabt, Probleme oder Ängste? Natürlich kann man nicht alles tiefgründig untersuchen. Aber wenn die Möglichkeit besteht, das zu erkundigen, dann diese Räumlichkeiten erstmal reinigen. Reinigen, bevor man überhaupt in diese Wohnung oder dieses Haus einzieht. Oder wenn früher da Trennung war, dann hinterlässt es auch Energie. Dann ziehen wir in diese Wohnung ein oder in diesem Haus ein, dann geht die Tendenz in die Richtung Trennung. Weil es wird immer wieder unterschätzt. Sie hinterlassen Spuren von dieser Energie, wo sie sich selbst befindet haben. Auch im Arbeitsplatz, bei Selbstständigen zum Beispiel, eine Geschäftsöffnung, wenn Geschäftsräumen eingezogen wird, und vorher ein gut laufendes Geschäft dort war, dann ist das ein Glück. Weil da sind gute Energie dort. Das zieht auch Geld an, das zieht Kundschaft an. Und dann können wir leicht dieses Geschäft beginnen. Wenn in diesem Geschäftsräumen früher ein Unternehmen drin war, wo nichts gelaufen ist und Verlust gemacht hat, dann können wir davon ausgehen, dass da auch Ängste entstehen, existenzielle Ängste. Und diese Emotionen, wenn das ganz stark ist, hinterlässt diese Spuren. Und dann ist wichtig, diese Räumlichkeiten auch bereinigen. Zum Beispiel mit Räucherungen oder Mantras singen oder mit Farben. Und das sind die Hilfsmittel, wo dabei helfen, das zu harmonisieren. Und ich kann nur empfehlen, über diesen Themen Gedanken machen. Und dabei kann ich auch helfen. Und es gibt auch viel Hilfsmittel dazu. Informieren Sie sich in meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.